Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Nils und heute schauen wir uns an E-Mission aus dem Hause Schmidt Spiele. Das Ganze kommt von Matt Leacock und Matteo Menapasa. Das Ganze ist, wenn man von Matt Leacock ein Spiel hat und Matt Leacock ist ja der Mann, der Pandemie gemacht hat, dann kann man sich hier schon überlegen, wo es ist. Das Ganze war ein Kickstarter, da hieß es glaube ich Daybreak, wenn ich es richtig weiß, und im Deutschen ist es auf E-Mission umgesetzt. Grundsätzlich finde ich es ganz gut. Es geht darum, also die Namensänderung. Grundsätzlich geht es darum, den Planeten, die Kipppunkte des Planeten gemeinsam als voll kooperatives Spiel zu ändern. Das Ganze wird so ein bisschen wie bei Earth oder auch Terraforming Mars über ein Card-Combo-System gemacht. Aber auch nur rudimentär erinnert es daran. Man zieht Karten und diese Karten kann man entweder ausspielen für Symbole, um Symbole irgendwo anzulegen, an zum Beispiel Krisen, Weltkrisen, die es gibt, oder Lösungen, globale Projekte heißen die, oder aber man nimmt die Aktionen, die auf den Karten stehen und vermehrt oder verbessert seinen Aktionspool. Das Ganze hat dann sogenannte Icons und diese Icons, da gibt es so circa 10 Stück, vielleicht habe ich mich da auch versehen, diese Icons, die legt man an und manchmal braucht man als Voraussetzung 3 Blitzsymbole, also 3 Energiesymbole, um diese Eigenschaft dann triggern zu können. Aber grundsätzlich legt man die Karte an, man hat 5 maximale Aktionsslots, möchte ich das mal nennen, wo man eine Karte hinlegt und immer nur die obere Karte bestimmt, was drauf ist und die unteren geben halt diese Symbole dazu. Und wenn man seine Karten runtergespielt hat, ist die Runde auch vorbei und dann kommen in der Regel schlimme Ereignisse. Was das Spiel richtig toll macht, ist, da thematisch ist das wirklich wunderschön umgesetzt. Man merkt am Anfang, wir verschmutzen die Welt wie die Hölle. Es ist grauenvoll, wir sind schlimme Menschen, wir verschmutzen alles. Das haben wir dann gelernt in der ersten Runde und merken, oh, die Verschmutzung nimmt zu und es kommen immer mehr Krisen und es prasselt auf einen ein und man denkt so, oh, das kann ich nie schaffen. Tolles Einfangen der Ist-Situation. Dann verbessert man langsam die Verschmutzung, steigt um auf grüne Energie, reduziert öffentlichen Verkehr etc. Und man merkt, es kommt so runter und die Krisen werden weniger. Gleichzeitig werden die Krisen aber schlimmer, weil man diesem Kipppunkt näher gekommen ist. Also wenn man zum Beispiel gar keinen Wald mehr hat, dann kann der Wald auch kein CO2 aufnehmen, der Speicher. Oder Ozeane, das Gleiche. Oder wenn die Dürrekatastrophen so schlimm sind, ja, dann kommt halt einfach immer mehr rein. Das ist echt toll gemacht. Das Ganze spielt man über 5 bis 6 Runden. Und es ist scheinbar so, in allen meinen Testrunden war es so, dass es am Ende von Runde 3 frühestens, eigentlich am Ende von Runde 4 meistens so, wir können es schaffen, dass das sich einstellt. Meistens am Ende von Runde 3 so, dass man sieht, ah ja, wir machen Fortschritte, endlich, wir nähern uns. Am Ende von Runde 4 hat man es dann vielleicht schon geschafft, ganz selten, aber auf jeden Fall kommt man dann so in die 5 und denkt so, das klappt. Und ich habe da so das Gefühl, es ist cineastisch, also so kinomäßig skriptet, dass egal was man macht, dadurch, dass man eine Anzahl von Karten auslegt, ist es immer auf Knopf, auf Spitz. Das heißt, ob man es schafft oder nicht schafft, hängt wirklich in der Tat davon ab, was man macht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, eine Runde mehr und man würde es sowieso schaffen. Dann hat man aber schon verloren. Eine Runde weniger und man würde es auf keinen Fall schaffen. Und es bewegt sich so in 2, 3 Runden zum Schluss. Also dieser Spannungsbogen, wie bei Büchern oder wie bei Filmen, ist hier in E-Mission wirklich extrem gut gelungen. Gibt aber auch auf der Negativseite so ein bisschen das Gefühl, dass man sehr abhängig ist von den Karten, die man hat und sehr gespielt wird vom Spiel, gespielt wird, was man so für Kombos gerade kriegt und nur einen gewissen Einfluss darauf hat. Auch das wäre natürlich thematisch wiederum super, aber spielmechanisch ist es dann wiederum nicht ganz so gut. Also E-Mission in vielerlei Hinsicht macht das einen sehr interessanten Eindruck. Eine kurze Sache noch zum Thema der Komponenten hier an der Stelle.
Die Komponenten sind natürlich alle anständig verpackt in kleinen Papiertüten und keine Zipbeutel. Man hat hier darauf Wert gelegt, dass man auch bestimmte Komponenten nutzt, die alle eher umweltfreundlich daherkommen. Das ist alles total gut gemacht, thematisch. Und auch ein Insert, was da drin ist, was man sich selber bastelt, ist ganz gut gemacht. Aber eine Sache, die mich irgendwie fasziniert zurücklässt, ist die Playerboards. Die Playerboards sind tendenziell Dual-Layerboards mit so einer Art Puzzle-System, dass man sie hier so zusammensteckt, so ungefähr. Vielleicht könnt ihr das sehen. Aber die sind so dünn, das ist ganz, ganz, ganz dünne Pappe, dass ich denke, oh, warum hat man da gespart? Das verstehe ich gar nicht, weil es nicht nötig gewesen wäre, wenn man unbedingt nur Papier verwenden will, hätte man auch dickeres Papier oder Pappe nehmen können. Habe ich nicht verstanden, ist ein bisschen schade, denn das ist wirklich schlimm. Und ein zweiter kleiner Kritikpunkt, wenn man schon Papiertüten reintut, klar, so Brottüten ähnliche, hätte man einfach mehr reintun können, hätte gar nicht gestört. Jetzt hat man tausende von Pappmarkern, die sind übrigens richtig dick, die Pappmarker. Bei denen hat man richtig in die Sahne gehauen, aber bei diesen Playerboards nicht. Und bei den Papiertüten hat man dann einfach vergessen, 10 weitere Papiertütchen reinzuholen für dieser Tierfreunde für uns, von uns. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Emischen, ein tolles kooperatives Zusammenspiel, was ideal die Atmosphäre von grüner Bewegung und Klimaneutralität einfängt und an der einen oder anderen Stelle dafür aber Kompromisse beim Gameplay macht. Tja. So habe ich Emission von Schmidt-Spiele gesehen und Matt Leacock. In diesem Sinne, mein Name ist Nils. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin alles Gute. Schaut was Schönes, spielt was Schönes. Wir sehen uns. Tschüss.